Hallo liebe Erstkommunionfamilien. In der Kirche ist Wasser ein sehr wichtiges Symbol. Das benutzen wir besonders in die Taufe, das haben wir schon vielleicht in unseren Kleingruppen gesprochen. Aber warum ist Wasser so wichtig? Warum ist das ein gutes Symbol? Und das wollen wir herausfinden. Hallo, für diese Wasserexperimente brauchen wir Schere, eine Blume zum Ausschneiden und Wasser. Wenn die Blume ausgeschnitten ist, Hallo, für diese Wasserexperimente brauchen wir Wasser und ein paar alte kaputte CDs. Hallo, für diese Experimente braucht man ein Eimer voll Wasser und ein Glas. Kannst du eine Münze in das Glas werfen? Hallo, für diese Experimente braucht man eine Flasche voll Wasser, eine leere Flasche und ein Zwischenstück.
Hallo. Für diese Wasserexperimente braucht man Filzstiften, Löschpapier und einen Becher mit ein bisschen Wasser drin. So, was haben wir über Wasser entdeckt? Wasser kann Bewegung bringen. Die Münzen haben sich manchmal bewegt und sind nicht in ihr Glas gegangen, wie wir erwartet haben. Wasser kann öffnen. Das haben wir gesehen, als die Blumen sich ins Wasser geöffnet haben. Wasser kann zusammenbinden. Das haben wir gesehen, als die CDs sich zusammengeklebt haben. Wasser kann ziehen. Das haben wir auch gesehen, als das Wasser die Farbe gesogen hat durch das Papier und auch in das Wasser. Das macht auch Gottes Liebe mit uns. Es öffnet uns. Es bewegt uns, es bindet uns. Und deswegen ist für uns Wasser ein sehr wichtiges Symbol.